Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. In der letzten Folge ging es darum, dass wir für den König, sage ich mal, eine Krone besorgen wollten. Die konnten wir aber noch nicht machen. Es ging dann letztendlich darum, dass die Handwerke freigeschaltet werden. Ja, und deswegen müssen wir mit dem Meisterhandwerker Uber sprechen. Nimm dies. Es ist ein geheimes Rezept, das von den Uma weitergegeben wurde. Habe ich mich gerade erschrocken. Wenn du eine großartige Krone kreieren willst, sammle diese Zutaten hier und bringe sie Miren. So, wenn ich jetzt B drücke, dann schaltet der hier unten um. Aber, soweit ich weiß, brauche ich da noch was zu. Zumindest haben wir das festgestellt. Deswegen gehen wir jetzt zum Händler für Handwerkswerkzeug. Schwieriges Wort. Und kaufen dem einfach mal den Laden leer. Ach nee, mit Rechtsklick muss man das machen. So. Zack, zack, zack. Kaufen wir alles. Ja. Dann machen wir das hier alles mit Rechtsklick, glaube ich. Genau. Ausrüsten. Ausrüsten. Geht nicht. Muss ich erst B drücken, oder? Habe ich jetzt zwei? Wieso habe ich jetzt zwei? Ausgerüstet. Oh nein! Wieso habe ich jetzt was drin? Letztes Mal ging es nicht. Okay, ich verstehe gerade überhaupt gar nichts mehr. Wobei die Angel etwas besser anscheinend ist. Ich rüste die mal aus. Ja, ich verstehe es nicht so ganz, muss ich jetzt ganz ehrlich sein, weil letztes Mal, als ich das gemacht habe mit meinem privaten Account, hat das nämlich nicht funktioniert. Da musste ich mir die Sachen extra noch kaufen. Schauen wir jetzt erstmal in F5 rein, das steht ja hier. Pures Gold des Feldes. Überprüfe die... Achso, nee. Nicht alles, was glitzert, ist Gold. Nicht jeder, der einen Hammer schwingt, ist ein Meisterhandwerker. Nicht alle, die von königlichem Blut sind, können auf dem Thron sitzen. Etwas Edles bekommt man nur durch ständiges Schleifen und Polieren. Angesichts dessen werde ich das Geheimnis mit dir teilen, wie man edles Eisen aus Alteisen fertigt. Zuerst nutzen wir die Zähne wilder Tiere als Brennstoff für den Schmelzofen. Die Zähne als Brennstoff zu nutzen, stärkt die Flammen. Je höher die Temperatur des Blasebalgs, desto einfacher lässt sich das Eisen oxidieren. Die Zähne des Seewildschweins sind besonders gut, weil sie hart und wasserfest sind. Als nächstes gibt es eine Methode aus der Zinngewinnung, die Krankristalle nutzt. Wenn Hitze dazugegeben wird, während das Eisen und die Krankristalle vermischt werden, verdunsten die Unreinheiten mit den Krankristallen und zurück bleibt reines Eisen. Ein Krankristall findest du manchmal erhalten, wenn du einen Kran in der Nähe von Lakebar tötest. Einen Kran? Du findest sie eher in roten Krans als in wilden Krans. Okay, ich sollte mir merken, rote Krans. Sobald genug Zähne und Krankristalle gesammelt wurden, sollte es recht einfach sein, pures Eisen zu extrahieren. Nun einfach für jemanden, der weiß, was er tut. Dann sollte also lieber ein Meisterhandwerker oder einem seiner Lehrlinge überlassen werden. Okay. Also, wir sollen die Zähne sammeln und diese Krantypen da erledigen. Das hätte man mir auch vorher einfach so sagen können. Okay. Das kommt mir vor wie das Ende aller Tage. Im Dorf ist alles wieder in Ordnung. Keine Frage. Das ist schön, dass im Dorf alles in Ordnung ist. So, Moment. Da müssen wir die Zähne... Ihr seid Seewildschweine. Die brauche ich doch auch, oder? Die Zähne von Seewildschwein, genau. Jetzt muss ich sie auch noch alle hier. So, toll. Eins mehr. Warum sind da Wölfe dabei und keine Wildschweine? Stopp. Kann ich dich so rausziehen? Hallo. Ich meine dich. Junge. Lass dich doch anschießen. Kommt der doch tatsächlich auf. Na gut, dann musst du euch weiterlegen. So. Ach, kann ich nichts für. Wenn ihr immer alle ankommt, dann müsst ihr halt auch alle sterben. Es tut mir leid. Könnt ihr gerne die Wölfe übrig lassen? Nein, 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 nein. Einmal absteigen, bitte. So. Jetzt können wir nämlich auch hacken. Das ist, glaube ich, zwar erst für die nächste Quest, aber ich möchte trotzdem schon mal ein bisschen was davon mitnehmen. Beziehungsweise euch das zeigen. Achso, Moment, ich muss...
Nee, ich muss nicht. Das ist schon wieder ein Event. Ja, gut, dann machen wir das von mir aus kurz. Ich wollte eigentlich die Events nicht machen, habe ich ja immer gesagt. Aber okay. Dann ihr noch. Kann ich das auch noch schnell machen, so. Nochmal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Hallo? Ich brauche noch zwei Wildschweine. Oh, Hallöchen. Okay, so. Und ich persönlich sollte noch Krankristalle einsammeln. Jetzt habe ich das Ganze natürlich ein bisschen in die Länge gezogen. Aber ist nicht so schlimm, denke ich mal. Das sind aber keine Kran-Dinger, oder? Na, das sammeln wir auch nochmal eben schnell ein. Hallo, es wäre schön. Achso, ich drücke F. Rote Kran soll ich eigentlich... Was zur Hölle sind rote Kran? Ach, ihr seid rote Kran. Okay. Das ist ein wildes Kran. Das ist gar kein wildes Kran. Aber okay. Noch eins dabei haben. Oder? Na komm. So, muss ich nur nach hier oben. Dann schalte ich das aber erstmal kurz frei. Hallo? Ich bin Mirene. Ich habe von Meister Ur gehört, du fertigst eine Krone an, oder? Zähne und Krankristalle, die sollten ausreichen, um das Eisen zu veredeln. Hier ein Stück strahlendes Eisen. Ich hoffe, das erreicht die Person, die der Eisenkrone gebührt. Aber natürlich! So, ich muss wieder zurück. Da nehme ich jetzt mal einfach die Abkürzung. Auf, ich glaube zum... Das kommt mir vor wie das Ende aller Tage. Zum Zwerg. Ah, schon zurück? Na gut, dann schauen wir mal, ob du es vermasselt hast. Gar nicht schlecht. Okay, eine schicke Krone, kommt sofort. Ist gut geworden. Und was ich für gut befinde, ist für alle anderen ein Meisterwerk. Nimm sie. Wenn du Rohstoffe sammelst und sie einem Handwerksmeister wie mir bringst, kann er daraus was Nützliches herstellen. Es gibt jede Menge Handwerksmeister, zum Beispiel Schmiede, Köche, Alchemisten und so weiter. Du solltest sie auf jeden Fall besuchen. Jetzt nimm dir deine Krone und geh. Ich hab zu tun. Nett. So, kann ich denn irgendwas noch machen? Ihm ein Geschenk geben oder... Ah, das ist doch cool. Irgendwie hört sich das ziemlich nach Herr der Ringe an vom Rhythmus her. Und applaudieren kann ich. Ein bisschen verhalten, aber... Klatsche lauter! Yay! Okay, mehr können wir jetzt leider im Moment nicht machen. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen nach rechts.
Krönung. Das kam jetzt aus dem Nichts. Wie meinst du das? Was? Ich verstehe. Daran haben sie also alle gearbeitet. Kein Wunder, dass sie alle in letzter Zeit so beschäftigt waren. Ich verdiene solche Güte nicht, aber ich bin wahrlich dankbar. Nun gut, bitte fahre mit der Krönungszeremonie fort. Traditionell wird die Krönung in Luterra an einem Ort namens Schimmergrat abgehalten. Zum Glück befindet sich in dieser Nähe. Du sagtest, die Krönungszeremonie war Amels Idee? Die Krönung verlangt einen Priester. Bitte sag Amel, dass ich möchte, dass er die Zeremonie leitet. Das mache ich doch gerne. Du hast die Krone fertiggestellt. Oberhaupt Hordan hat es mir erzählt. Ein Glück, dass die Krämer so großzügige Beiträge geleistet haben. Großartige Arbeit. Was hat der Prinz gesagt? Wie bitte? Er will, dass ich die Zeremonie leite? Ich habe nicht das Recht dazu. Ich bin nicht würdig, solch eine edle Aufgabe zu erfüllen. Ich werde der Krönungszeremonie beiwohnen, aber ich denke, der Priester von Lakebar sollte sie durchführen. So nicht, mein Freund. Arme. Hat abgelehnt? Das ist schade. Aber ich glaube, es besteht noch eine Chance. Er meinte, dass er teilnehmen wird, also gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, ihn zu überzeugen. Ich hätte wirklich gerne, dass Amel sie durchführt. Du doch auch, oder? Auf zum Schimmergrat. Ja, und dann müssen wir mal schauen. Der ist ganz links und ich befürchte, dass das nichts Gutes heißt, wenn wir da hin müssen. Oh je. Aber es ist eine ziemlich lange Strecke, muss ich sagen. Dass es da keinen Port unterwegs gibt. Im Dorf ist alles in Ordnung. Bin ich nicht mit einverstanden. Ich habe doch keine Lust, so weite Strecken zu laufen. Beziehungsweise auch nicht zu reiten. Obwohl ich ja dieses Geräusch von den Hufen finde ich ja unheimlich beruhigend irgendwie. Das war schon immer so. Ah, da muss ich springen. Dann laufe ich mal hier rum. Eigentlich hätte ich dann auch nach oben porten können. Schlau wie ich bin, habe ich das nicht gemacht. So. Na gut, so können wir ein bisschen was freilegen, beziehungsweise mal gucken, wo man hier alles Kupfererz abbauen kann. Weil ich eigentlich im Kopf hatte, dass wir da noch eine Einleitung, also so eine Einweisung zu bekommen. Kann aber sein, dass wir das nachher erst bekommen, wenn das hier vorbei ist. Mal schauen. So. Ja, ich hab's befürchtet. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Wir werden bald den Ort der Krönung erreichen. Ich hoffe, dass du mir die Ehre erweist und die Zeremonie durchführst. Es ist eine heilige Zeremonie. Ich fürchte, ich muss ablehnen. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, wer ist heiliger als ein Priester? Aber ich... Moment! Was ist das? Arme, lauf! Feichlinge! Warum kämpfen wir nicht gegen den? Dann brauche ich den ganzen Mist hier nicht zu machen. Ah, okay. Dann mal los. Ich glaube, hier war irgendwas Übles drin, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aufladen.
So. Ich will nicht, dass die mich jetzt hier von hinten überraschen. Das ist das Problem. Oder irgendwie von mehreren Seiten oder so. So. Oder ist noch einer? Also wie gesagt, ich mache zwischendurch dann immer so ein bisschen leichte Angriffe, sage ich mal, damit ich auch wieder ein bisschen aufladen kann. Statt da einfach drum rumzustehen sozusagen. Ah ja, der ist jetzt explodiert, okay. Hat links was gehört. Ich weiß nur nicht, ob die dann auch auf mich zugestürmt kommen. Wenn ich hier quasi abkürze. Sollte mich mal heilen. Da hinten ist was. Den habe ich aber scheinbar nicht angezogen. Ich weiß nicht, der hing da noch. Sagen, das gefällt mir. Okay, haben wir irgendwas, was wir noch verbessern können? Ne, sieht nicht so aus. Sollte man ja zwischendurch auch mal nachschauen. Ich dachte gerade, das wären die beiden. Hallo? Okay, da ist was. Oh, fuck. Oh, fuck. Geh weg, geh weg, geh weg. Nicht. Aua. Lauf. Mädel. Keine Probleme irgendwie. Boah. Der war jetzt wirklich nicht ohne. Hallo?
Aber es ging. Es ging einzeln wesentlich, wesentlich besser als, wie gesagt, zu zweit. Nein, schieß, schieß doch mal auf den Mann. Schieß dir doch nicht immer in die andere Richtung. Genau. Das wechseln wir mal kurz. Meine Unterhosen sind nämlich voll. Gegenstand, Waffenkraft ist auch nochmal erhöht. Okay, ja gut, das ist eine höhere Stufe. Das wechseln wir. Und das lernen wir mal kurz. So. Uah. Waren das alle? Okay, gut. So, bekämpfe die Dämonen und bahne dir einen Weg. Ja, 4 Dämonen fehlen anscheinend noch. Suche nach den beiden. Ja, jetzt kommt allerdings etwas, was ich gar nicht gut finde. Ist das alles, was du kannst? Das will ich auch zerstören. Gerade rechtzeitig. Na, zum Sterben, oder was? Wieso bist du noch am Leben? Warum sollte ich nicht am Leben sein? Erstmal abhauen. Warum sollte ich nicht am Leben sein? Erstmal abhauen. Ja, also das Ausweichen klappt ja wieder wunderbar mit der Space-Taste. Das macht doch Hoffnung. Wieso breitet sich das aus? Und wieso macht ihr die Rune nicht, wo ich 20.000 Mal drauf drücke? Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt gar nicht, auf wen ich jetzt eher gehen soll. Ich meine, das weiße Schreckgespenst scheint ja das Ed zu sein hier. Arme.
Ich verstehe jetzt, warum du die Zeremonie nicht durchführen wolltest. Ich... Dämonen haben in unseren heiligen Riten keinen Platz. Aber du bist kein Dämon. Du bist ein Priester, der seine Gabe nutzt, um zu helfen. Und mit dieser Gabe hast du mir heute das Leben gerettet. Was wir sind, bestimmt nicht, wer wir sind. Thirayn. Ich bestehe darauf, dass du meine Krönung anleitest. Das ist mein erster Befehl als dein König. Sehr wohl. Das wäre geklärt. Dann mal los. Und mich lasst ihr jetzt einfach hier alleine zurück, oder was? Ich bin eine hilflose Frau. Hallo? Hier war gerade ein riesiger Werwolf. Na gut, der könnte jetzt auch zu meinem Rudel gehören, ne? Aber trotzdem. Männer, ehrlich. Beginnen wir nun mit der Krönungszeremonie. Prinz Thirayn, beugt das Knie vor euren Vorfahren. Der Prinz wird jetzt den Königseid ablegen. Als König von Lutera sind das Böse und die Ungerechtigkeit meine einzigen Feinde. Ich verpflichte mich mit meinem Leben, meine Untertanen zu verteidigen. Abenteurerin, so reichet mir die Krone. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte hier voll rumstehen und zugucken, aber nein, ich muss jetzt hier auch noch was tun. Und mit dieser heiligen Krone ernenne ich euch zu König Thirayn von Lutera. Erhebt euch, Eure Majestät. Ein dreifacher Tod! Ein lebender König! Lang lebe der König! Und ewig der Lutera! Ewig der Lutera! Eure Hoheit, bitte! Sir Baynard und seine Streitkräfte wurden auf dem Weg hierher von Dämonen in einen Hinterhalt gelockt. Die meisten von uns wurden ausgelöscht. Die Überlebenden harren im Medrek-Kloster aus. Sie können nicht mehr lange durchhalten. Ich... Ruht in Frieden. Euer Opfer wird nicht vergebens sein. Soldaten, zu den Waffen. Zeit zu handeln. Wir marschieren sofort zum Metrik-Kloster. Ja, dann bin ich ja froh, dass ich kein Soldat bin. Dann gehe ich jetzt wieder nach Hause. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir werden sie natürlich nicht hängen lassen. Aber die Folge ist schon ziemlich lang geworden. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.